Hallo mein Rambas, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships und heute mit einem Schiff, was ich euch vor gar nicht so langer Zeit schon mal gezeigt habe. Allerdings war die Runde in der Preview jetzt nicht so, wie ich es mir jetzt gewünscht hätte. Dementsprechend hier also jetzt nochmal den Tier 8 Zerstörer Luoyang, den ich euch zeigen will, weil wie gesagt, jetzt so ein bisschen mehr Ahnung habt, wie das mit dem Rauch funktioniert. Davor war ich schon sehr Newbie. Ja, und nun hoffentlich ein wenig besser. Ich glaube, ich werde mal Richtung A gleich fahren. Oder, nee, ich mache ganz krass dreist die Mitte. Ich mache B. Nur die Frage, wo meine Zerstörerkollegen hinfahren. Dann ist auch in Fahrt, da mache ich lieber A. Das sieht so aus, ich mache A. Oh, scheinbar macht er auch B. Naja, jetzt mach mal A. Volle Fahrt auf A und mal schauen, vielleicht könnt ihr, wenn jetzt hier die Kagero mitfährt, dann dementsprechend hier so ein bisschen für Angst und Schrecken sorgen. Endgeschwindigkeit und Ding von dem Ding ist wirklich sehr schön, liegt gut im Wasser, also ist wirklich tolles Premium-Schiff, muss ich sagen. Sollte ja hoffentlich gleich was aufgehen und dementsprechend gleich meinen Spaß haben. Einzige, was mir so bei gegnerischer Seite so ein bisschen Sorgen macht, ist die Mahan und Fletcher. Die machen beide auch ganz gut, aber Plischkowitz, ja, okay, aber verhältnismäßig noch machbar. Schauen wir mal, was der Gegner so vorhat. Auf jeden Fall, einer von unseren Zerstörern. Die Hatsuharu, die fährt auf B. Wir machen A, also von dem her läuft's so direkt vernünftig. Kagero schießt mal so ein paar Torpedos ab, aber hat ja auch 20 Kilometer Reichweite. Also von dem her kann man das gut mal machen. Von der Skillung vielleicht kurz angesprochen. Der Captain hier hat jetzt gerade aktuell den sechsten Sinn. Ich keine Ahnung, wie es richtig heißt. Dass man halt sieht, wenn man aufgeht. Und die Nachladezeit der Torpedos ist verbessert. Das sind die beiden Sachen, die wir derzeit hier haben. So, da ist die York. York dreht jetzt hier schon bei, wie man sieht. Aber wir können jetzt hier ganz entspannt den Punkt cappen, weil die gegnerischen scheinbar auch bei C sind, also die gegnerischen Zerstörer. Einer bei B, also von dem her können wir auf jeden Fall mal ganz klar A sicher holen. So, die Torpedos weg damit. Und derzeit scheint ja noch nicht so viel zu sein. Deswegen Fahrt reduzieren. Oh, dachte mir schon, das ging jetzt aber ganz schön abrupt. Rauch anmachen. Nebelwerfer gestartet. Und dann lasst uns mal losschießen. Torpedos scheinen auch ganz gut zu kommen. Zwei haben getroffen. Und wir können hier super wirken. Jetzt brennt er auch noch. Wird immer langsamer. Und weg ist er. Manövrieren nicht möglich. Gegnerischer Kreuzer versenkt.
Wir bleiben hier ein bisschen jetzt im Rauch. Manövrieren auch ein wenig. Jetzt bin ich entdeckt. Also. Jetzt muss ich hier weg. Zeige auf zu schießen. Weil jetzt heißt's ab hier. Weg, weg, weg. Was machen dem seine Torpedos? Komm schon. Triff. Nummer 1 und 2. Schön. Ja, ja. Mach du da nur, Colorado. So, wir drehen jetzt hier mal bei und versuchen da auch mal wieder ein bisschen unsere Torpedos ins Spiel zu bringen. Also bisher hält er seinen Kurs ganz gut, die Colorado. Und weg damit. Du musst stärker drehen, mein Freund. Eine Tendenz gar nicht schlecht kommend. Also einer dürfte auf jeden Fall sitzen. Vielleicht sogar zwei. Einer. Zwei. Jo. So. Also bisher läuft es ganz solide, die Runde. Leider gerade kein Rauch, sonst würde ich nochmal mich hier einsmoken und dann auch versuchen, ein bisschen was zu beschießen. So, jetzt muss ich. Ich muss einlenken und dann dementsprechend werde ich kurz aufgehen, schätze ich mal. Also, Boost rein. Ab dafür. Solange ich offen bin, schieße ich auch. Hat getroffen, aber Gott sei Dank jetzt nicht so stark. Wir deaktivieren die Flak. Alles nicht so schlimm, aber da nochmal drei Zieltreffer ins Land bringen können bei der Colorado. Wow. So, bin nicht mehr offen. Ist auch gut so. Wir sehen hier, der Punkt ist ja extrem überlaufen. Aber hier hinten, der hat ganz große Probleme. Wassereinbrüche und alles am Start. Also von dem her, der Colorado haben wir jetzt wirklich gut zugesetzt. Der Targo-Vater neben mir praktisch her.
Da, die Colorado kommt hier, die Otago, die fährt weg. Und dann auch da nochmal auf die Colorado ein paar Torpedos drauf. Ja, die hintere, die erholt sich langsam wieder so ein bisschen. Maschinenboost deaktiviert. Ich könnte jetzt einen Rauch anmachen und schießen, aber ich will hier noch ein bisschen wegkommen, weil sobald ich jetzt hier stehen bleibe, ist das alles nicht mehr so schön. Na, komm schon. Ja, die kommen auch diesmal nicht schlecht. Aber trifft nur einer. Jetzt halten wir an und legen hier ein bisschen, geben ein bisschen Gas. Nebelwerfer gestartet. Und sie stehen jetzt hier im Rauch. Und wie gesagt, gib ihm. Nebelwand gelegt. Nebelwand ist gelegt. Er brennt. Mal schnell die Torpedos losgeworden, aber es dürfte jetzt eigentlich auch gleich so erledigt haben. Ja, zerstört ist er. Und jetzt nur weg hier. Weil jetzt sehe ich natürlich auch nicht hinter mir, was da kommt. Deswegen werden wir jetzt einfach mal einen breiten Fächer hier nochmal rüberlassen. Und wie gesagt, jetzt weg hier. Ja, bisher, glaube ich, kann man ganz gut erkennen und sehen, dass ich da so ein bisschen was beim Zerstörer gelernt habe. Mit dem Rauch gerade ganz besonders, das war sehr wichtig. Diese Erkenntnis, dass man da drin stehen bleiben muss und nicht, dass man da jetzt wie so ein Geisteskranker wegfährt. Und so, die Frage ist, wo ist der Rest? Ah ja, der Rest ist nicht mehr notwendig, weil die Runde ist beendet. Ja, war doch eine sehr schöne Runde. Gab 437.000 Credits, 6.000 XP, wobei das war mit Tagessieg, 304 freie Erfahrung, 97 Zieltreffer, 9 Torpedotreffer, 2 Zerstörungen, Brand- und Wassereinbrüche. Alles dabei, Baseroberung. Ja, ich glaube, hier mit 2024 Basis-XP kann man sehen, das war solide. Was haben wir an Schaden gemacht? Wir haben knapp hier 30.000 zusammengerechnet, 90, also so in etwa knapp 95.000 Schaden. Also doch, denke, die war solide, die war schön, so wie man ein Schiff zeigen will. Und es gab, okay, da war eine Auftragsbelohnung dabei, aber effektiv muss man sagen, wären es um die 400.000, die es rausgegeben hätte. Durch die Auftragsbelohnung sind es nochmal eine Millionchen drauf. Ja, schöne Runde, ich hoffe, euch hat es gefallen, ich wünsche euch weiterhin alles Gute und viel Spaß bei World of Warships, euer Alcaramba.